Tagesordnungspunkt 56. Antrag der Fraktion DIE LINKE. Wetzlar bleibt bunt. Festival der Demokratie statt Nazi-Konzert 1961-84. Das Wort hat der Kollege Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Am kommenden Samstag soll in Wetzlar der Landesparteitag der NPD stattfinden. Die NPD, das ist eine offen faschistische, nationalistische und laut dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts verfassungsfeindliche Partei. Deshalb muss der Landtag heute ganz deutlich sagen, wir wollen keine Faschisten und Neonazis, wir wollen sie nicht in Wetzlar, wir wollen sie nicht in Hessen, wir wollen sie wirklich nirgendwo. Lassen Sie mich deutlich machen, was am Samstag in Wetzlar passieren soll. Das hat nämlich nichts mit Meinungsfreiheit oder mit Versammlungsfreiheit zu tun. Man darf sich bei der NPD wirklich nichts vormachen. Nach dem Scheitern des NPD-Verbotsverfahrens tritt die NPD radikaler auf als jemals zuvor. Die AfD sorgt für einen Rechtsruck in Teilen der Gesellschaft, und der NPD-Landesparteitag am Samstag in Wetzlar ist ein eindeutiges Signal an die militante überregionale Kameradschaftsszene. Ein halbes Dutzend Neonazi-Bands sollen spielen, darunter FLAG, Kategorie C, Eudoxie. Das sind Neonazis, Hooligans, die Gewalt bejubeln, zu Hass aufrufen und die wir aus dem NSU-Komplex teilweise gut kennen. Eudoxie ist dem terroraffinen Spektrum von Combat 18 zuzurechnen. Combat 18 heißt übersetzt Kampf Adolf Hitler. Ein auf dem Parteitag vertretener Klamottenbetrieb wirbt mit einem Flyer als 88 Crew, übersetzt Heil Hitler Mannschaft. Und deshalb sagen wir, es kann nicht sein, dass unter dem Deckmantel eines Parteitages in Wetzlar das größte Nazi-Konzert der letzten Jahre in Hessen durchgeführt wird, wo der Gewalt gehuldigt und dem Terror, dem Nazi-Terror, der Weg bereitet wird. Die Stadt Wetzlar hat versucht, mit alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen und dem Neonazi-Aufmarsch grundsätzlich zu verhindern. Sie hatte beim Verwaltungsgerichtshof leider keine Unterstützung. Dabei ist die NPD klar verfassungsfeindlich. Sie gefährdet die Sicherheit und den Frieden. Wir begrüßen es, dass die Stadt Wetzlar nun erneut versucht, zumindest gegen das Nazi-Konzert rechtlich vorzugehen, und hoffen, dass diesmal die Verwaltungsrichter erkennen, wozu die NPD ihren angeblichen Parteitag wirklich nutzen will. Wenn es den Behörden aber nicht in letzter Minute gelingt, das als NPD-Parteitag getarnte Neonazi-Konzert zu verhindern, sind wir alle gefordert. Deshalb fordere ich Sie alle auf, kommen Sie am Samstag nach Wetzlar, Treffpunkt 12 Uhr am Bahnhof. Je mehr Bürgerinnen und Bürger dies tun, desto weniger können die Neonazis in Wetzlar ihr Unwesen treiben. Sie sollen nie wiederkommen. Meine Fraktionskolleginnen und Kollegen und DIE LINKE werden mit hoffentlich vielen weiteren Demokratinnen und Demokraten zusammen vor Ort sein und Flagge zeigen gegen Hass, Gewalt und Faschismus, für ein Festival der Demokratie statt Neonazi-Aufmärschen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat der Abg. Wolfgang Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich glaube, man braucht das hier nicht besonders zu betonen. Wir sind uns alle einig, das ist wieder einmal eine deutlich mehr als unappetitliche Veranstaltung, die sich dort in Wetzlar ankündigt. Ob das nun ein Landesparteitag ist, wie Herr Kollege Schaus sagt, oder wie es ansonsten berichtet wird, eine große Wahlkampfveranstaltung, ist relativ egal. Das Ganze ist eine Veranstaltung, bei der der braune Sumpf wieder einmal
sichtbar wird und dass jetzt versucht wird, das in das Mäntelchen eines Konzerts zu packen, mit Bands, die aus der Szene, aus der rechtsradikalen Szene mehr als bekannt, ja geradezu berüchtigt sind, macht die Sache kein Stückchen besser. Ich habe mir mal diesen Flyer besucht, mit der eingeladen wird, wo die Bands auch angekündigt werden. Ich finde das besonders infam und hinterhältig, wie NPD und junge Nationaldemokraten versuchen, dabei Begriffe, die uns allen wichtig sind, die gesellschaftlich wichtig sind, zu okkupieren. Es wird hier ganz groß geworben mit den Begriffen Familie, Heimat, Nation. Das sind Begriffe, die gehören nicht den Rechtsradikalen. Das sollten wir einmal festhalten, sondern die gehören der gesamten Gesellschaft. Deswegen ist es auch gut, dass sich die Stadt Wetzlar wehrt, dass die Stadt Wetzlar mit einem ersten Anlauf leider gescheitert ist. Das ist eine Auswirkung auch unseres Rechtsstaats, auch des Hochhängens der Versammlungsfreiheit in unserem Land. Da ist das gut, und ich stehe in keiner Weise dafür zur Verfügung, unsere unabhängigen Gerichte dafür zu kritisieren, wenn sie zu der rechtlichen Auffassung kommen, dass es keinen Grund für die Untersorgungsverfügung gab. Umso richtiger ist es, dass die Stadtverwaltung Wetzlar jetzt in einem zweiten Anlauf versucht, aufgrund des geänderten Charakters der Veranstaltung und des Auftrittes der rechtsradikalen Bands erneut eine Untersagungsverfügung durchzusetzen. Wir werden sehen, ob das Erfolg hat. Was jedenfalls Erfolg hat, und das finde ich wichtig, dass die Bürger der Stadt Wetzlar sich wehren, dass die Bürger der Stadt Wetzlar eine entsprechende Demonstration angekündigt haben. Das ist gut so, denn in der Tat, weder in Wetzlar noch sonst irgendwo in Hessen und auch nicht in Deutschland ist Platz für Neonazis. Das will ich hier in aller Klarheit festhalten, aber ich will auch sagen, dass ich durchaus Befürchtungen habe, was dieses nächste Wochenende angeht. Wir haben es häufig erlebt, dass bestimmte Gruppen versuchen, sich solcher richtiger Bürgerprotestbewegungen zu bemächtigen. Und wenn ich lese, dass z.B. die berühmt-berüchtigte Antifa Frankfurt sich schon angekündigt hat zur Teilnahme in Wetzlar und dass entsprechend die Sicherheitskräfte schon sich rüsten und für einen Großeinsatz der Polizei bereitstehen, dann mache ich mir Sorgen, was aus diesem Wochenende herauskommt. Da mache ich mir insbesondere Sorgen um die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die dort wieder einmal ihren Kopf hinhalten müssen. Ich sage das an dieser Stelle zum Schluss. Ich wünsche allen Beamtinnen und Beamten, die am Samstag im Einsatz sein werden, alles Gute und wünsche mir vor allem, kommen Sie gesund zurück. Vielen Dank, Kollege Greilich. Das Wort hat der Abg. Daniel May, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir GRÜNE unterstützen mit ganzem Herzen den Aufruf zur Kundgebung gegen die möglichen Veranstaltungen der NPD, wie auch immer man sie qualifizieren mag. Genauso unterstützen wir das Festival der Demokratie in Wetzlar, mit dem die Zivilgesellschaft deutlich macht, dass sie den dumpfen braunen Parolen der Revanchisten und ihrer völkischen Baden ein buntes und offenes und demokratisches Deutschland entgegensetzt. Wir stehen an dieser Stelle in einem breiten Bündnis, das von den Parteien über zahlreiche Vereine bis zu den Kirchen reicht und gemeinsam Front macht gegen die ewig Gestrigen. Und es ist begrüßenswert, dass auch der Hessische Landtag den heutigen Vormittag nutzt, um seine Solidarität mit denen, die dort vor Ort in Wetzlar gegen die Rechtsradikalen stehen, dass der Hessische Landtag seine Solidarität mit denen ausdrückt. Die NPD hetzt unverhohlen gegen Migrantinnen und Migranten. Die Anhänger der NPD zeigen sehr offen ihre Sympathien für die NS-Diktatur und für dieses Mörderregime.
Es ist daher wenig überraschend, dass zur geplanten Veranstaltung in Wetzlar Neonazis aus dem gesamten Bundesgebiet mobilisieren. Für uns GRÜNE ist klar, Bands wie Eudoxie, die dem erweiterten Umfeld des NSU zugerechnet werden, dürfen in Hessen keinen Fuß auf den Boden bekommen. Daher ist das Engagement der Zivilgesellschaft an dieser Stelle so wichtig. Aber genauso begrüßenswert ist es zudem, dass die Stadt Wetzlar gemeinsam mit dem Hessischen Innenministerium alles versucht, um die Veranstaltung mit allen Mitteln des Rechtsstaats zu verhindern. Wir haben es in Hessen in den letzten Jahren geschafft, dass rechtsextremistische Konzerte hier nicht stattgefunden haben. Ich habe weiterhin die Hoffnung, dass wir diese erfreuliche Serie auch an diesem Wochenende weiterführen können. Für uns GRÜNE ist klar, wir wollen im Kampf gegen die Neonazis alle Register ziehen und sind zu aller Unterstützung für die Gesellschaft, für die Zivilgesellschaft an dieser Stelle bereit. Wir als Demokraten dürfen uns nicht von den Feinden der Demokratie zurückdrängen lassen. Wir müssen uns bewusst machen, wir sind die große Mehrheit. Wir haben das Recht auf unserer Seite. Und dies ist in Deutschland auch immer die Lehre aus dem staatlich organisierten Mord und der Diktatur der NS-Zeit. Derjenige und diejenigen, die das Gedenken hieran und dass wir das immer wieder anmahnen müssen, diskreditieren, die versuchen, durch Begriffe wie erinnerungspolitische Kehrtwende das zu relativieren, die versuchen zu trennen, was untrennbar mit unserer Identität als Deutsche zusammen sein muss, nämlich das Mahnen an die Zeit der NS-Diktatur. Wer die Verbrechen aus der NS-Zeit leugnet und das Gedenken und Mahnen hieran diskreditiert, der ist ein Feind der Demokratie, und das müssen wir immer wieder deutlich machen. Und von daher ist das Engagement um die Vorgänge in Wetzlar so willkommen und benötigt unser aller Zuspruch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege May. Das Wort hat Abg. Krüger, SPD-Fraktion. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am kommenden Samstag plant die NPD unter dem Motto Familie, Heimat, Nation ab 14 Uhr eine Veranstaltung in der Stadthalle Wetzlar. Angeblich soll dies der Auftakt zu Landtagswahlkampf der NPD sein. Dabei sollen bekannte rechtsextreme Redner wie Michael Brück, Die Rechte, Sebastian Schmidtke, NPD und der Neonazi Sven Skoda sprechen. Die Stadt Wetzlar hatte sich zunächst geweigert, ihre Stadthalle zur Verfügung zu stellen, und die NPD hat daraufhin vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel das Recht auf Nutzung der Stadthalle erstritten. Neben den politischen Reden sind am Samstag auch Konzerte von 6 sogenannten Rechtsrockbands geplant, darunter Eudoxie aus Dortmund oder Kategorie C aus Bremen. Eudoxie trat lange Zeit als Teil der militanten Gruppierung Combat 18 auf, die als bewaffneter Arm des in Deutschland verbotenen Neonazi-Netzwerks Blood and Honor gilt. Kategorie C gilt als Kultband in der rechtsradikalen Hooligan-Szene. Gerade die Konzerte werden wohl hunderte Neonazis aus Hessen und den umliegenden Bundesländern, aber auch aus dem europäischen Ausland anziehen. Nazi-Rockmusik ist oft der Einstieg in die organisierte Neonazi-Szene. Sie kann aber auch als Begleitmusik zu Straftaten bis zum Mord sein, wie dies die Dokumentation Blut muss fließen, Undercover unter Nazis zeigt. Die Stadt Wetzlar hat der NPD nun eine Untersagungsverfügung für das offensichtlich kommerzielle Nazi-Rockkonzert geschickt. Heute findet die Anhörung der NPD dazu statt. Derzeit gibt es keinen unterzeichneten Mietvertrag für die Stadthalle. Wir wünschen der Stadt Wetzlar viel Erfolg bei ihrem Kampf gegen diese widerliche Veranstaltung.
All dies hat nun die Stadt Wetzlar und die Bürgerinnen und Bürger in Wetzlar wegen einer Partei, der NPD, zu ertragen, die angeblich irrelevant geworden ist. Und, meine Damen und Herren von der CDU, ich kann es Ihnen nicht ersparen, Sie sollten sich fragen, ob Ihre indifferente bis ablehnende Haltung gegenüber einem NPD-Verbot nicht einer krassen Fehleinschätzung unterlag, was die Wetzlarinnen und Wetzlar jetzt auszubaden haben. Nur zur Erinnerung, am 17.08.2012 hat der heutige Ministerpräsident Bouffier in der Welt am Sonntag vor einem NPD-Verbotsverfahren gewarnt. Am 14.12.2012 enthielt sich die CDU-geführte Hessische Landesregierung im Bundesrat bei der Abstimmung zum NPD-Verbotsantrag. Und am 25.04.2013 hat die CDU im Bundesrat gegen ein NPD-Verbot gestimmt. Das ist auch die Vorgeschichte des Urteils, das in Karlsruhe gefallen ist. Auch in Wetzlar konnte sich, und das ist sozusagen das vorläufige Ende dieser indifferenten Haltung, auch in Wetzlar kann sich die CDU bis heute nicht dazu, dass gerade die Grünen hier ihrem Koalitionspartner wieder beispringen, ist wirklich traurig. Auch in Wetzlar konnte sich die CDU nicht dazu durchringen, das breite zivilgesellschaftliche Bündnis gegen die NPD-Veranstaltung zu unterstützen. Wir unterstützen das Wetzlarer Bündnis Bund statt Braun und die Demonstration gegen die NPD-Veranstaltung. Wirken Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, auf Ihre Parteifreunde in Wetzlar ein, sich klar hinter dieses Bündnis Bund statt Braun zu stellen. Wir wünschen der Demonstration gegen die NPD-Veranstaltung auf jeden Fall eine rege Beteiligung und viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Pentz, CDU-Fraktion. Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst einmal zu der Wortmeldung des Kollegen der SPD. Also, das war schon weit neben der Sache. Nicht nur, dass es völlig unsachlich war, was Sie da eben erzählt haben, zumindest das letzte Drittel Ihrer Rede. Also jetzt die CDU oder einzelne Abgeordnete der Christdemokraten, und ich komme später darauf, wie wir zum Thema Radikalismus insgesamt stehen, nach dem Motto hinzustellen, dass sozusagen die NPD, das Nichtverbot der NPD eine politische Entscheidung gewesen wäre. Also sollten Sie sich mal ein bisschen, sagen wir mal, belehren lassen und sich vielleicht mal die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts anschauen, werter Kollege. Aber ich mache das ganz in Ruhe. Deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, unsere Haltung ist sehr klar. Nach dem Bekanntwerden der Pläne der NPD, die wir genauso ablehnen wie, glaube ich, alle Parteien in diesem Hause, hat die Stadt Wetzlar gemeinsam mit den Sicherheitsbehörden alles versucht, und das unterstützen wir durchaus, um sozusagen diese widerwärtige Veranstaltung in Wetzlar stattfinden zu lassen. Aber schlichtweg ist auch klar, dass eben nach dem Grundsatz der Gleichbehandlung juristisch das nicht zu beanstanden ist. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, natürlich gefällt es uns nicht, wenn Rechtsextremisten aus dem gesamten Bundesgebiet hierher kommen, nach Hessen kommen, nach Wetzlar kommen. Wir lehnen das auch ab, aber wir sagen Ihnen auch, unsere Demokratie ist wehrhaft genug, unser Land und unsere Landesregierung ist stark genug und die Sicherheitsbehörden, um sozusagen sich gerade auch diesem braunen Sumpf in Wetzlar zu stellen. Meine Damen und Herren, gestern hat die Stadt Wetzlar die Untersagungsverfügung für das Konzert erlassen, auch deswegen, weil ein Täuschungsversuch vorliegt, weil eben sozusagen kommerziell, das haben Sie ja, meine Vorredner, nur auch dargelegt, versucht wird, über ein Konzert sozusagen eine
auch braune Sumpfveranstaltungen dort stattfinden zu lassen. Wir werden ja nun sehen, was bei dieser möglicherweise Entscheidung herauskommt. Um es ganz klar zu sagen, wir Christdemokraten stehen sehr klar gegen Extremismus. Dieser hat keinen Platz in Wetzlar, dieser hat keinen Platz in Hessen. Und wir haben das auch, meine sehr geehrten Damen und Herren, und das sage ich ganz klar auch in Richtung der LINKEN, bei allen Möglichkeiten, bei allen Reden hier im Plenum, deswegen müssen wir uns von Ihnen und auch vom Kollegen der SPD nicht belehren lassen, immer wieder sehr klar gesagt, wo unsere Haltung ist. Wir haben das auch bei der letzten Kommunalwahl, bei der letzten Europawahl, und wir werden das genauso bei der kommenden Landtagswahl sehr klar sagen. Von links, von rechts, ob religiöse Gründe, wir stehen da sehr, sehr klar. Und, meine Damen und Herren, ich bin dankbar, dass ich die Gelegenheit bekomme, sozusagen von den LINKEN auch einmal darüber zu reden, was unsere Landesregierung hier in den letzten Jahren getan hat, nämlich zur Extremismusprävention 5,7 Millionen €, die wir dort einsetzen, ein Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus gegründet haben, ein Landesprogramm Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus gestartet haben, ein bundesweit erstes Netzwerk, Präventionsnetzwerk gegen Salafismus ins Leben gerufen haben. Ich weiß, dass Sie das nicht hören wollen, aber ich sage es trotzdem, weil es sind die Erfolge dieser schwarz-grünen Landesregierung, und darüber möchte ich heute auch reden, meine sehr geehrten Damen und Herren, bis hin zu einem wichtigen Programm, nämlich dem Aussteigerprogramm Icarus, was sozusagen jungen Menschen aus der rechtsextremen Szene hilft, auch dort auszusteigen. Und, meine Damen und Herren, die Kollegen aus Wetzlar, auch aus der CDU, werden natürlich bei dieser Demonstration auch da sein. Der Kollege Frank Steinwarz wird dort sein. Und wir werden eine friedliche Demonstration dort natürlich unterstützen. Deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, müssen wir uns von Ihnen diesbezüglich gar nichts sagen lassen bzw. belehren lassen. Und zum Schluss will ich dann schon noch, das kann ich mir einfach nicht verkneifen, sagen, dass gerade die LINKE, die für die Demonstration oder die Toleranz der Demonstration bei G20 und Blockupy diesen Antrag heute einbringt, also wenn ich mir einmal überlege, dass sozusagen Sicherheitspolitik in Hessen im Geiste von, Kollege Pentz, Sie müssen bitte komme gleich zum Schluss, im Geiste von Wissler, Wilken oder Wagenknecht gemacht wird, dann muss ich sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren, bin ich doch sehr froh, dass das in Händen von CDU und Grünen und dieser sie tragen Landesregierung steht. In diesem Sinne herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Kollege Frömmrich, Redezeit 1 Minute 20 Sekunden. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin schon einigermaßen entsetzt, was hier in dieser Frage vorgetragen worden ist vom Kollegen Krüger. Ich muss wirklich sagen, ich bin einigermaßen entsetzt, dass wir es in solch einer Frage, wo es darum geht, Gemeinsamkeiten hier darzustellen gegen Nazi-Aufmärsche in Wetzlar, dass hier versucht wird, ein kleinkarierter parteipolitischer Streit an dieser Sache aufzumachen, ist geradezu absurd, Herr Kollege Krüger. Es ist geradezu absurd. Sie als Sozialdemokraten. Und dass Sie jede Gelegenheit nutzen, ohne auch einmal hier sozusagen den Versuch zu unternehmen, auf das einzugehen, was andere Kolleginnen hier gesagt haben, das Bundesverfassungsgericht hier auch noch anzugehen, das Bundesverfassungsgericht in einer Frage, in der es zum NPD-Verbotsverfahren entschieden hat, dass Sie sich hier hinstellen und dieses gerichtliche Urteil unseres höchsten Gerichtes angehen, ist geradezu absurd, und es sollte Ihnen zu denken geben. Sie sollten einmal nachlesen, was Sie hier gesagt haben. Sie sollten einmal nachlesen, was Sie hier gesagt haben. Ich hatte letzte Woche mit Kollegen auch Ihrer Fraktion, Frau Hofmann war gerade dabei, eine Veranstaltung mit dem Bundesverfassungsrichter Peter Müller, der dieses Urteil in großen Teilen zu verantworten hat und der sehr nachdrücklich und sehr hintergründig erklärt hat, aus welchen Gründen das so gefällt worden ist. Und wir haben hier diese Diskussion ja auch geführt zwischen denen, die gesagt haben, man muss ein Verbotsverfahren durchführen, und zwischen denen, die gesagt haben, ist das Verbotsverfahren das richtige Mittel, zwingt man sie nicht dazu,
dazu, unter Umständen in den Untergrund zu gehen und andere Dinge zu machen? Oder ist es das Mittel der Demokratie, eine Partei zu verbieten? Das Kollege Frömmrich, die Redezeit ist sofort zu Ende. Das Bundesverfassungsgericht legt da hohe Hürden. Aber dass Sie sich hier hinstellen, dieses Bundesverfassungsgericht anzugehen, ist geradezu eine Frechheit. Das muss man wirklich einmal feststellen. Kollege Bellino, ich würde gerne mit der Sitzung fortfahren. Ich weiß nicht, was es da zu lachen gibt. Als nächstes hat das Wort Staatsminister Beuth. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich würde gerne angesichts der Ernsthaftigkeit dieses Themas ein paar Bemerkungen für die Hessische Landesregierung machen. Die verfassungsfeindliche NPD missbraucht ihren Parteistatus, um bei ihrer Veranstaltung in Wetzlar Szenebands der gewaltorientierten Neonazi-Szene ein Forum zu bieten, meine Damen und Herren. Und das müssen wir mit aller Macht verhindern. Die Hessische Landesregierung hat ihre konsequente Haltung gegen jeglichen Fremdenhass und Rassismus stets deutlich gemacht. Für rechte Bands darf in Hessen kein Platz sein. Wir haben deshalb immer sämtliche Möglichkeiten ausgeschöpft, um rechtsextremistische Szenekonzerte in Hessen zu unterbinden. Die Rechtsextremisten wollen durch solche Konzerte insbesondere für junge Leute attraktiv erscheinen. Das ist der Grund, warum wir massiv dagegen vorgehen, dass extremistische, rechtsextremistische Konzerte in Hessen stattfinden. Und ich sage auch, wir machen das mit Erfolg. Im Jahre 2017 hat kein einziges solches Konzert stattgefunden. Das ist es. Wir wollen dieses rechtsextreme Konzert am Wochenende in Wetzlar verhindern. Darauf richten sich seit Wochen alle unsere Bemühungen. Das Ministerium, die hessische Polizei und der Verfassungsschutz stehen in einem fortwährenden, intensiven Austausch mit der Stadt Wetzlar. Wir unterstützen die Stadt mit Rat und Tat, liefern Informationen und diskutieren die zu treffenden Maßnahmen. Ich selbst habe Oberbürgermeister Manfred Wagner persönlich jede erdenkliche Unterstützung angeboten. Diese wurde von der Stadt in den vergangenen Wochen auch dankbar angenommen. Das Rechtsamt ist im ständigen Austausch mit dem Polizeipräsidium Mittelhessen, dem Landespolizeipräsidium und der obersten Versammlungsbehörde bei mir im Hause. Sie können sicher sein, diesen Aufwand betreiben wir gerne, und ich hoffe, dass wir auch dieses Mal erfolgreich sein werden. Wir wollen Extremisten in Hessen keinen Fußbreit Raum geben. Wir sind eine wehrhafte Demokratie, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung mit allen rechtsstaatlichen Mitteln verteidigt, meine Damen und Herren. Der Veranstalter hat die Stadt und die Sicherheitsbehörden von Anfang an über den eigentlichen Charakter und den Ablauf der Veranstaltung im Unklaren gelassen. In den Kooperationsgesprächen wurden die für die Beurteilung der Veranstaltung relevanten Informationen immer nur scheibchenweise und auf Nachfrage mitgeteilt. Zunächst war die Rede vom Auftritt eines Liedermachers oder von ein bis zwei Gruppen zwischendurch. Dabei hat sich inzwischen herausgestellt, dass schon damals der Auftritt mehrerer rechtsextremistischer Rockbands beabsichtigt war. Aus meiner Sicht ist das sogar der eigentliche Zweck der Veranstaltung. Das als Wahlkampfveranstaltung titulierte Ereignis wird von dem Auftritt der rechtsextremistischen Bands geradezu überlagert. Deswegen komme ich zu dem Ergebnis, die verfassungsfeindliche NPD missbraucht ihren Parteienstatus, meine Damen und Herren.
Ich möchte abschließend erneut meinen entschlossenen Willen ausdrücken, diesen Auftritt rechtsextremistischer Musikgruppen zu unterbinden. Die Veranstaltung wird aus meiner Sicht nicht durch die angekündigten Reden von NPD-Politikern, ich fürchte, dass wir, Herr Kollege Greilich hat das, glaube ich, gesagt, dort an dieser Stelle natürlich dem Verwaltungsgerichtshof in Kassel sozusagen nachgeben werden, dass eine Wahlkampfveranstaltung auch für die NPD in unserer freiheitlich-demokratischen Rechtsordnung erlaubt ist. Aber wir wollen das ausnahmslos gewaltorientierte Personenpotenzial, was sozusagen angezogen wird durch dieses Konzert, aus den Grenzen der Stadt Wetzlar heraushalten und deswegen dafür Sorge tragen, dass dieses Konzert nicht stattfindet. Ich möchte den hessischen Sicherheitsbehörden sehr herzlich danken, der Polizei. Ich bin sehr dankbar für die guten Wünsche, für die Kolleginnen und Kollegen. Aber ich will auch sagen, das Landesamt für Verfassungsschutz, viel gescholten auch in diesem Hause, hat gerade bei der Verhinderung von rechtsextremistischen Konzerten in den vergangenen Jahren mit großer Akribie und mit großer Konsequenz den Sicherheitsbehörden geholfen, dass wir gegen diese rechtsextremistischen Konzerte so erfolgreich vorgehen konnten. Deswegen möchte ich den Kolleginnen und Kollegen dort auch ein herzliches Dankeschön zurufen. Die gute Zusammenarbeit mit den Behörden, ein enger Schulterschluss zwischen den Polizeibehörden, zwischen dem Innenministerium der Stadt Wetzlar, dafür bin ich sehr dankbar. Unser gemeinsames Ziel ist die Verhinderung dieser rechtsextremistischen Veranstaltung. Gegen Hass und Gewalt ist unser gemeinsames Ziel aufzutreten. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Kollegin Faeser, verbleibende Redezeit 44 Sekunden. Danke schön, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Ich will hier nur klarstellen, mein Kollege Stefan Krüger hat das Bundesverfassungsgericht mitnichten hier angegriffen. Das hat er mit keinem Wort getan. Nee, das wird auch nicht besser davon, wenn Sie das von der Seite einrufen. Er hat es schlicht nicht gemacht, und dann unterstellen Sie hier auch nichts, was er nicht getan hat. Das gehört zu. Herr Pentz, ich werde gerne auf den Zwischenruf eingehen, weil der Kollege Krüger nämlich eins angesprochen hat, und dazu stehen wir als SPD-Fraktion auch. Er hat nämlich das indifferente Verhalten der CDU-Landtagsfraktion zum NPD-Verbotsverfahren angesprochen. Wir hatten hier mehrere Debatten darüber, meine Damen und Herren, ob man sich für ein NPD-Verbotsverfahren, Kollegin Faeser, Sie müssen zum Ende kommen, ob man sich dafür einsetzt oder nicht. Die Landesregierung hat sich dafür eine Enthaltung entschieden, und nichts anderes hat mein Kollege Krüger hier kritisiert. Das ist völlig legitim. So, ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Damit ist die Aktuelle Stunde, Tagesordnungspunkt 56, abgehalten.